Hi Leute, weil einer meiner Abonnenten gefragt hat, wie man denn die Spannungen berechnet und für was man Widerstände braucht, dazu erst mal jetzt die kleine Rechnung, also ein kleiner theoretischer Aufbau. Ich habe eine 1,5 Volt Batterie, dann hier einen 1 Kiloohm Widerstand, dann 3 1 Kiloohm Widerstände und dann 2 1 Kiloohm Widerstand. Und jetzt wollen wir wissen, was für eine Spannung ist von hier nach hier drauf, was für eine Spannung fällt an den Widerständen ab, was für eine Spannung fällt an den Widerständen ab. Dazu müssen wir erstmal die Gesamtwiderstände ausrechnen. Da ist es klar, das ist 1 Kiloohm. Dann hier 3 1 Kiloohm, da ist es nicht so klar, da müssen wir rechnen. 1 durch 1000 plus 1 durch 1000 plus 1 durch 1000 ist 1 durch x. Das heißt, rechnen wir erstmal die drei aus, also erstmal alles ausrechnen, was parallel ist. Auch wenn das und das in Reihe ist oder das und das, erstmal alles, was parallel ist. Also nehmen wir diese 3, das wäre 0,001 plus 0,001 plus 0,001 wäre 0,003. 1 durch 0,003, das wären 333,33 Ohm. Also haben die hier 333 Ohm. Dann die 2 1 Kiloohm Widerstände, da könnte man sich fast denken, dass sich die halbieren. Aber ich will es auch rechnen, weil egal was das für Werte sind, die Rechnung ist immer gleich. 1 durch 1000, also 1 Kiloohm wären 1000 Ohm, plus 1 durch die 1000 Ohm. Das wären auch 0,001 plus 0,001 ist 0,002 und 1 durch 0,002 wäre 500 Ohm. Der Strich hier, der Bruchstrich, kann man immer mit geteilt rechnen. Man kann alles immer schön dann dezimal ausrechnen. Also haben wir hier 1 Kiloohm, 333 Ohm und 500 Ohm. Okay, dann geht's weiter. Wir wissen jetzt den Widerstandswert, dann die drei Widerstandswerte und den Widerstandswert. Jetzt können wir ausrechnen, was für ein Gesamtwiderstand ist, indem wir die Widerstandswerte einfach zusammenzahlen, also 1000 plus 333 plus 500, wären wir bei 1833 Ohm. Theoretisch könnten wir jetzt noch ausrechnen, wie viel Strom fließt. Das bräuchten wir für die Spannungsaufteilung nicht, aber wir machen es mal. Volt geteilt durch Ohm ist Ampere, also 1,5 Volt hier, geteilt durch die 1833. Den Gesamtwiderstand, das wäre der Widerstand von hier nach hier, wäre 0,000818 Ampere oder 818, also 0,818 Milliampere, der da an Strom fließt. So, aber jetzt wollen wir die Spannungsaufteilung ausrechnen. Wir haben hier 1833 Ohm Gesamtwiderstand. Den Wert brauchen wir. Und das geht dann in einfachen Dreisatz quasi. 1833, da fällt 1,5 Volt ab. Weil es von hier nach hier ja 1833 Ohm sind und 1,5 Volt anliegen. Dann rechnen wir erstmal, wie viel das bei 1 Ohm in der Kette an Spannung abfallen würde. 1,5 durch 1833, das wäre 0,0008833 an Spannung. Und dann 1000, da können wir den 1K gleich ausrechnen. Bei 1000 Ohm, die Spannung mal die 1000, das wäre 0,818 Volt, die hier abfallen. Also wenn wir hier ein Voltmeter hätten, hier ein Voltmeter, dann würde dieses Voltmeter 0,818 anzeigen, also 0,818 Volt. Okay, dann können wir hier noch ein Voltmeter drüber spannen, über die Widerstände, 333, und zwar den Wert mal 333, wäre 0,273, das heißt hier fällt 0,273 Volt ab, und zwar von hier nach hier bei den drei Widerständen. Und hier bei den 500 Ohm, 500 mal die Spannung wäre 0,409, also 0,409 Volt würden wir messen, wenn wir von hier nach hier mit den Voltmeter messen. Die Spannungen kann man schön errechnen hier, wie man sieht. Also nochmal ganz kurz Zusammenfassung. Zuerst alles, was parallel ist, ausrechnen einzeln, also die drei, die zwei, dann den, dann die Widerstände, die dann in Reihe rauskommen, die kann man einfach zusammenzählen wie 1000 plus 333 plus 500, einfach zusammenzählen 1833, an den hier fällt die Spannung von 1,5 Volt ab
Und das kann man dann einfach wieder die 1,5 Volt teilen durch die 1833 und dann multiplizieren mal 500 oder mal 333 oder mal 1K und hat die Spannung, die Spannungsaufteilung. Widerstände sind sehr wichtig in der Elektronik, weil ohne den Widerstand, die Batterie hat übrigens auch einen Innenwiderstand, aber hätte die keinen und man würde hier quasi den Stromkreis schließen, würde unendlich viel Strom fließen hier. Würde man ihn aufmachen, würde nichts fließen. Und man kann den Strom nicht dosieren, man kann nicht wenig Strom fließen lassen. Man kann auch bei Transistoren den Transistor nicht halb öffnen, sondern nur entweder voll, ganz oder gar nicht. Abgesehen davon, wenn wir das hier verbinden, dann wird die Batterie kurz geschlossen und da würde keine Spannung mehr anliegen. Also ein zweiter oder dritter Verbraucher, der wird dann kein Strom mehr drüber fließen. Daher braucht man Widerstände. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt helfen können, wie man die Spannungen, die einzelnen Teilspannungen ausrechnet. Für die Widerstandsberechnung von in parallel geschalteten Widerständen und in reihe geschalteten Widerständen hatte ich schon mal ein Video gemacht. Das werde ich in der Videobeschreibung hier mal verlinken. Und ja, okay.